Knapp. So, hoch. Hoch. Natürlich. Auf. Sehr schön, Kofi. Nochmal ein Item dazu. Sehr schön. So, und jetzt sollten wir ohne weiteres hochkommen können. Das war so klar. Ab in den Magen! Hey, lass Pinocchio in Frieden, Rico. Eine Puppe, die ihr Herz an die Herzlosen verloren hat. Vielleicht helfen wir damit Kairi. Was meinst du, Sora? Schließen wir uns doch zusammen. Gemeinsam können wir sie retten. Was? Du stellst dich gegen mich? Nur wegen einer Puppe ohne Herz? Herz oder nicht? Wenigstens hat Pinocchio noch ein Gewissen. Gewissen? Du hörst es vielleicht nicht, aber ich höre es klar und deutlich. Und meins sagt mir, dass du auf der falschen Seite stehst. Dann lässt du mir keine andere Wahl. Pinocchio! Pinocchio! Jiminy, ich habe keine Kraft mehr. Oh, ich glaube, ich bin okay. Das ging schnell. Ein alter Freund. Und Rico kann jetzt schon die Macht der Dunkelheit nutzen. Parasitakel Nummer 2. Und diesmal ist er stärker. Übrigens, wir dürfen nicht in die Magensäure treten, falls ihr es noch nicht wissen solltet. Und da drin ist die Finsternis. Machen wir ihn fertig. Deswegen werde ich jetzt auch ein bisschen stiller sein. Schön, ich treffe ihn, obwohl ich ihn gar nicht so richtig anvisiere. Ist auch schön. Autsch. Das ist auch schön. Jetzt absorbiert er die Magensäure und nutzt sie selber als Angriff. Aber er dürfte gleich down sein. Und zwar genau jetzt. Maximum HP für uns, Maximum HP für Donald und Abwehrkraft für Goofy und MP-Spender hat er auch bekommen. First try. Geil. Rico! Rico, wo bist du? Die Kraft der Zeit erhalten. Die Magie Stopp erlernt.
Also, ist Kairi jetzt eine leblose Puppe? Präzise. Und ihr Herz wurde... genommen von den Herzlosen, kein Zweifel. Sag mir, was kann ich tun? Es gibt 7 Jungfrauen von reinstem Herzen. Wir nennen sie die Prinzessinnen der Herzen. Versammelt sie, und eine Tür zum Herzen aller Welten wird sich öffnen. Dahinter wartet unermessliche Weisheit. Dort wirst du sicher einen Weg finden, Kairis Herz zu heilen. Nun gewähre ich dir ein besonderes Geschenk. Die Macht zur Kontrolle der Herzlosen. Bald, Kairi. Bald. Ob sie das auf diesem Wege will, ich bin mir da nicht so sicher. Na, Monstro? Gesundheit, mein Freund. Er sieht sehr schlecht gelaunt aus. Ob Geppetto und Pinocchio heil davon gekommen sind? Hoffentlich konnten sie sich irgendwohin retten. Ich weiß auch wohin. Rico. Wir sind wieder in Agrabah. Da wollen wir aber nicht hin. Wir wollen nämlich in die Welt, die hinter Monstro liegt. Ich bin im Umgang mit Magien schon viel besser als du, Donald. Quatsch! Bei dir ist doch alles nur Hokuspokus. Vielleicht solltest du mal wieder zu Merlin üben gehen. In der Arena des Olymps findet zurzeit ein Wettkampf statt. Wer als Sieger hervorgeht, erhält etwas besonders Tolles. Na, dann wollen wir da doch mal hin. Dann können wir nämlich noch mal ein paar weitere Rätsel lösen, beziehungsweise ein Trio-Tech und ein Rätsel einlösen. Ach, Mikro. Moment. Jetzt muss ich kurz mal an meinem Mikro rumspielen. Nein, nicht so wie ihr jetzt, wie ihr denkt, ihr alten Ferkel. So, jetzt sollte es wieder gehen. Gut, dann werden wir natürlich den Cup, den neuen Cup, der sich jetzt anbahnt, erstmal mitmachen. Ne, dabei das die Rätsel lösen, die hier noch sind. Hier haben wir, glaube ich, das grüne Trio-Tech. Genau, hier ist ein grünes Trio-Tech. Das machen wir auch mal eben. Mithril erhalten. Jawohl. So, und jetzt kommen wir zu den Flammen hier. Die kann man nämlich löschen. Allerdings nur mit Aisra. Aisra und höher. Also es gibt noch eine höhere Stufe, aber Aisra ist die Minimalstufe. Darunter geht's nicht. Also mit Eis alleine reicht nicht. Hat das jetzt für beide gereicht? Nee. Deswegen kann man die übrigens auch anvisieren. Da hinten ist noch eins. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Ne, da hinten ist noch eins. Ach, Lars. Ja, ja. War mit Absicht. Natürlich. Dann hört ihr dieses Geräusch und dann wisst ihr, ich habe ein Secret gelöst. Nämlich das da. Feuergummi erhalten. Na, dann schauen wir mal, was uns im neuen Turnier erwartet. Ich glaube, das ist das Pegasus-Turnier, was jetzt kommt. Erstmal wird gespeichert. Dann stürzen wir uns in den Arena-Kampf und danach steuern wir die neue Welt an, die hinter
Monstro auf uns wartet. Keine Sorge, die Welt darunter kommt auch noch dran. Du kennst die Regeln, oder? Welcher Wettbewerb soll es sein? Pegasus Cup. Und nach welchen Regeln? Zu dritt. Bitte. Danke. Möchte diesen Teppich nicht kaufen. Bitte. Die Gesetzlosen. Turboproper. Heißt die echt so? Turboproper? Der Meister Propper der Lüfte. Oh, oh. Autsch. Autsch. Erledigt. Wie gesagt, Items bekommen wir hier keine. Und rufen dürften wir hier, glaube ich, auch nicht. Es gibt einen Cup später, der XXL ist. Also der ist wirklich um Vielfaches größer als die bisherigen Turniere. Also ihr seht ja, bisher sind es 10 Plätze. Und später werden es ein paar mehr. Genau, die neigen eher zu Kamikaze als die anderen. Wenn die so zittern, dann heißt das nämlich, dass sie Kamikaze betreiben wollen. Au! Der säbelt mich einfach an. Tragbare Items für Goofy. Wir müssen übrigens mal, ich muss mal wieder nach der Aufnahme mal nach neuen Waffen für die beiden gucken. Fällt mir gerade ein. Böllerwampe, Ardowampe, Arachone und Arachnamit. So heißen die Viecher. Auf jeden Fall was mit Arach. Also vielbeinig. Die Angst vor Spinnen, also heißt ja glaube ich auch Arachphobie oder Arachnobie. Ich habe keine Ahnung, wie die Krankheit heißt. Auf jeden Fall irgendwas mit Phobie. Ich meine, die hieß Arachphobie. Abgewehrt. So. War's das? Ne, hier liegt noch einer. Der liegt da ganz chillig rum und denkt sich so, ja, tue ich heute nichts, tue ich morgen erst recht nichts. Unglaublich. Sehr schön. Donuts Tänzchen. Voltix. Okay. Hat so ein bisschen was von Bullpix. Irgendwie. Oh, Mensch. Autsch. Wir brauchen Lebensenergie. Das war das Schlüsselschwert. Die Fettmöpse. Naja, gut. Augenwerfer würde ich jetzt nicht unbedingt als Fettmöpse bezeichnen, aber ja. Okay, ein Augenwerfer hat schon mal erledigt. So, den haben wir schon mal erledigt. Oder beziehungsweise vorübergehend außer Gefecht gesetzt. Erledigt ist er erst, wenn er vernichtet wurde. Danke übrigens für die Heilung, Donald. Sehr nett von dir. Ja, sehr schön. Die Böllerwampe hat es erledigt. Der Augenwerfer will noch nicht so richtig. Aber den kriegen wir auch noch. Sehr schön. Dann haben wir den auch. Ach, schön. Oh, die Giftfungis. Ja, oh. Die Viecher sind fies. Die bringen zwar sau viele Punkte, aber die sind gleichzeitig auch saumäßig gemein.
Wie der Name nämlich schon sagt, die machen Giftschaden. Im Gegensatz zu ihren anderen Brüdern sind die auch ziemlich gefährlich. Maximum AP für Sora übrigens. War klar. Und sie können sowas ähnliches wie Härtner. Also falls ihr Pokémon kennt, Härtner ist eine Attacke, wo Pokémon mit ihrer Verteidigung steigern können. Und das hat er gerade auch gemacht. Aber die bringen 96 Punkte. Also das ist echt eine ganze Menge. Zu dem Zeitpunkt. Sehr schön, wir haben Maximum HP. Können wir, glaube ich, was Neues reinnehmen. Oh, jetzt kommen nur diese Arach-Viecher. Okay. Also spinnförmige Viecher heißt es auf jeden Fall. Autsch. Bloß wenn sie sich alle Feuer in die Luft sprengen, dann gibt es zwar die Punkte, aber normalerweise würden wir keine Items kriegen. Aber das ist in dem Fall noch nicht mal großartig schlimm. Hier geblieben! War's er schon? Nee. War nicht doch. Jetzt aber. Das ging schnell, vergleichsweise. Nicht schlecht, oder? Ja. Kann man so unterschreiben, Goofy. Die Böllerwampen und die Adowampen, die Kolossalen. Ja, das klingt auch nett. Drei Böllerwampen. Uiuiuiui. Das wollen sie es uns aber richtig geben, wa? Okay, eine Adowampe rastet schon mal aus. Und jetzt ist sie sogar weg. Autsch. Abgewehrt, mein Freund. Auch den haben wir abgewehrt. Oh, 2x20 Punkte. Also zwei von denen sind auch erledigt. Ist er jetzt der Letzte. Und Maximum HP für Donald. Sehr schön. Ach Mensch. Kommen wir wieder gegen den Analogstick. Ja, das waren die Kolossalen. Jetzt sind sie nicht mehr so kolossal. Das war das Schlüsselschwert. Nix. Erst muss Yuffie weg. Die ist nerviger. Als Leon. Außerdem mag ich ihn noch ein bisschen mehr. Oh! Nee, du, das tut überhaupt nicht weh. Aber sie bringt gute Abwehrpunkte. Oh. Sie schmeißt mit Schuriken um sich, soweit ich das sehe. Immer schön auf mich. Es ist erst vorbei, wenn die letzte Karte gespielt wurde. Moment, falsches Spiel. Oh. Nee, die heilt sich auch noch. Du blöde Pissau. Die heilt sich einfach. Alte Potsau. Ich will nicht down gehen. Ja, sie ist down. Sie ist down. Jetzt ist nur noch er übrig. Oh, nur noch. Fuck. Nimm das. Ja, komm. Komm her. Komm zu mir. Es ist vorbei. Braver Junge.
Mit Dank zurück. Oh, jetzt holt er sein Lichtschwert raus. Ach nein. Ich hab dich schon mal besiegt, Leon. Ich kann's jederzeit wieder tun. Mhm. Nein. Oh. Na komm. Okay, den Balken haben wir schon mal weg von ihm. Au! Drecksau! Ja, ist klar. Bist ein kleiner Angeber! Das bist du! Nee, gebe ich lieber zurück. Nein! Nein, immer noch nicht. Irgendwann müsste seine Fähigkeit auch mal nachlassen. Nö. Na komm. Och Mensch, Goofy. Autsch. Er verwendet schon die Fähigkeit so selten. Dann soll er sie auch mal mit Dank zurückkriegen. Na komm. Komm. Au! Ja komm. Komm zu Papa. Ja komm. Beifuß. Ja komm. Oh Mensch. Nein, ist es nicht. Au! Au! Nein! Au! Danke, Donald! Nö. Jetzt ist es vorbei, und zwar für dich. Jawohl! Auch den Cup haben wir in der Tasche. Sora hat Tontaube gelernt. Was war das denn für eine Fähigkeit nochmal? Ist Stärke das Wichtigste für einen Helden? Nein, Sora. Was du wirklich brauchst, ist ein starkes Herz. Wie bekommt man nun ein starkes Herz? Wenn du die Antwort nicht weißt, bist du kein Held. Sprich nicht in Rätseln! Das ist kein Rätsel! Sora, Sora, du musst noch viel lernen, mein Junge. So, Charmeur und Tontaube. Ach, das ist wieder so eine Attacke, ja, ja. Schon klar. Donald hat alles. Goofy, die Fähigkeit finde ich wahnsinnig geil. Deswegen nehme ich tatsächlich die hier raus und die Goofy-Rakete, damit er den MP-Spender benutzen kann. Weil dadurch kann er nämlich jetzt zukünftig, das wird nämlich als Ether geführt. Das heißt, wenn er jetzt künftig einen MP-Punkt hat und Donald hat keinen, dann gibt er seinen MP-Punkt an Donald weiter und Donald kriegt seine wieder. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert erklärt, aber im Kampf seht ihr das dann. Gut, also haben wir den Pegasus Cup jetzt auch in der Tasche. Zumindest mit allen dreien. Es gibt ja auch noch alleine und auf Zeit. Auf Zeit ist wahrscheinlich das Schwerste. So, und dann können wir uns auf den Rückweg nach Agrabah machen. Und von dort aus steuern wir die neue Welt an. Ich bin gerade echt so ein bisschen am Überlegen, ob ich nicht mal ein anderes Flugmodell nehmen soll.
Wir nehmen die Weltenkarte wieder. Gummimenü. Seht ihr das auch mal? Nö, kein Tutorial, bitte. Gummijet. Enterprise, ja. Ja, woran das wohl liegt? Tja, das war nämlich ursprünglich mal das Floß. Es sind sogar einige dabei, die gar nicht flugklar sind. Was ist das denn? Ich glaube, wir bleiben erstmal bei König. Die sind alle Schrott. Wir könnten uns theoretisch auch ein eigenes bauen, aber... Nö. Nö. Ach, guck mal, der Kreis ist sogar schon geschlossen. Ja, Mensch. Und natürlich umfasst auch dieser Kreis 4, beziehungsweise mit Monstro 5 Welten. Also fliegen wir jetzt denselben Weg nochmal, in der Hoffnung, dass uns Monstro nicht Lavier entgegenkommt. Zerlegen die ganzen Schiffe, die uns hier entgegenkommen. Irgendwann wird es höchstwahrscheinlich auch passieren, dass er Steine liegen lässt. Bin jetzt gerade mal wieder ein bisschen ruhiger. Ich hoffe, dass das nicht zu schlimm ist, wenn ich mal ein bisschen ruhiger bin. Parallel dürfte ja noch Command & Conquer Generäle die Stunde 0 laufen gerade und auch Banished. Allerdings Generäle Stunde 0 bin ich mir gerade nicht so sicher, weil da habe ich noch Vorrat bis zum 15. mit der IBG. Danach ist nämlich der Asiatische Pakt dran. Und danach die Generalsherausforderung. Ich bin mir also gerade nicht so sicher, ob zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, ob da schon der Asiatische Pakt läuft. Oder aber noch die IBG in der finalen Phase. Also ich denke mal, dass es dann in der finalen Phase schon ist. Mehr oder weniger. Das werde ich ja sonst nachher sehen, wenn ich das Ganze dann fertig mache und schneide und überhaupt. Ich bin mir jetzt nämlich gerade noch nicht so sicher. Es kommt nämlich so ein bisschen drauf an, ob ich nachher noch die Kraft habe. Da würde ich gerne noch ein bisschen Banished aufnehmen. Denn ich weiß nicht, wie es mir morgen geht. Wenn es mir heute schon so geht, dass die Nase läuft, das alles, dann will ich nicht wissen, wie es mir morgen geht. Wenn es mir morgen nämlich richtig beschissen geht, dann habe ich nämlich gar keine Lust aufzunehmen. Ich sehe gerade, der Zipi streamt gerade. Monstro ist nicht da. Monstro... Monstro ist verschwunden. Wir sollten schnell weiterfliegen. Ja, sollten wir wirklich. Also wie gesagt, es trifft nicht jedes Mal zu, dass wir ihm begegnen, sondern wirklich nur alle zwei Male oder so. Oh. Ich kann die Schiffe nicht ausschalten. Unser Schiff ist auch viel zu schwach. Doof. Vor allem manche Herzlose knallen einfach so richtig schön gegen die Meteoriten. Ist auch geil. Ich kann die nicht alle mitnehmen. Ärgerlich. Ah, die neue Welt. Na, was denkt ihr, welcher Film darauf beruht? Richtig, Nightmare Before Christmas. Sehr geiler Film übrigens. Habe ich sehr gerne geguckt mit meiner Freundin. Einer meiner heißen Favoriten tatsächlich auch. Mir fällt gerade ein, aufgrund meines Fernsehers dürfte ich Schwierigkeiten haben.
Halloween Town. Die Stadt des Schreckens.